Hallo zusammen, ich bin endlich mal wieder mit Bruder Moses in Deutschland über Zoom verbunden. Und Moses, wir wollen heute reden über das Jesidentum. Du hast am Sonntag eine Predigt gehalten in der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort über das Jesidentum. Und viele Leute in Deutschland, denke ich, haben schon mal von Jesiden gehört. Klar sind Jesiden nach Deutschland gekommen, sie wissen von diesem Begriff, aber sie wissen nicht wirklich, was Jesiden glauben. Also kannst du einfach eine kurze Zusammenfassung geben, was Jesiden glauben? Das ist eine monotheistische Religion, wie sie sich bezeichnen. Sie glauben an einen Gott, aber sie sind genauso wie Hindus. Sie glauben, dass dieser Gott hat auch andere Götter erschaffen. Und ihr oberster Gott, der von der oberste Gott, sorry, von der höchste Gott geschaffen wurde, heißt Melektaus. Das ist ihr Engel. Also sie bezeichnen sich als auch die Religion. Der Religion von Taus Melek. Also sie bezeichnen ihn auch als ihr Gott. Und dieser Melek Taus ist ihr Gott, ist der Gott der Welt, ist was sie sagen. Und sie haben einige Traditionen, einige Regeln, ihre eigenen Glaubenssysteme, die sie an dem sie behalten. Und sie haben auch ähnliche Dinge wie Hinduismus, zum Beispiel Kastensystem. Sie glauben an Reinkarnation. Sie haben auch Götzenanbetung in ihren Tempeln. Also Ähnlich scheint wie eine Hinduismus. ziemlich vermischte Religion zu sein. Sie haben viele Elemente natürlich ganz einfach kopiert, wenn man sich damit Genau, beschäftigt. sie Ist ziemlich nehmen Dinge offensichtlich, auch oder? aus Islam, aus Christentum. Und ihre Geschichte hat viele Ähnlichkeiten mit Christentum. Genau. Inwiefern Ähnlichkeiten mit Christentum? Ja, besonders wenn es um die Schöpfung der Welt geht, wie Gott diese Welt geschaffen hat, Adam, Eva, ne, der Arche Noah, und sie glauben, dass eine Schlange Adam verführt hat im Garten Eden. Genau, Und sie wir schauen uns haben. dann gleich Zitate aus ihrem schwarzen Buch an. Ja, ist natürlich ein Genau. toller Name für ein religiöses Buch, das schwarze Buch. Und der Inhalt ist, ja, wir schauen uns das dann an. Dann können die Zuschauer selbst sehen, was der Inhalt ist von diesem tollen schwarzen Buch. Aber ich meine, Jesiden in Deutschland, wie sind die so beim Seelengewinn? Sind die so wie Moslems, dass die ablehnend sind eher? Was sind deine Erfahrungen mit Jesiden beim Seelengewinn? Denn natürlich, du hast die Predigt gehalten über das Jesidentum, weil du mit Jesiden in Kontakt gekommen bist, nicht wahr? Genau. Sie sind super empfänglich, Alter. Sie sind sehr freundlich. Sie sind gar nicht, wie sagen Sie, sie zeigen ihr Stolz nicht wie die Muslime. Also beweise mir das, beweise, dass Jesus Gott ist, das und das. Nee, überhaupt nicht. Ja, sagen, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Sie sagen, nein. Das bedeutet, sie glauben an Himmel und Hölle. Weißt du? Und wenn ich das Evangelium erzähle, sie nehmen das mit Freude. Ich habe einige Jesiden gerettet und sie haben gar keine Ahnung von ihrer eigenen Religion. Was Weißt gut ist, Gott sei Dank haben sie keine Ahnung von ihrem eigenen bescheuerten Kult. Ja, richtig. Genauso wie Katholiken, die oftmals gar nicht genau wissen, was die katholische Kirche lehrt. Sie sind natürlich viel empfänglicher als richtig Erzkatholiken, die ja, dem Papst folgen und genau wissen, was sie glauben als Katholiken. Und ja, ich meine, wir lieben Jesiden, wir lieben Katholiken, wir wollen sie natürlich erreichen mit dem Evangelium. Und aber wozu machen wir dieses Video? Nun, weil viele Leute in Deutschland eben nicht wirklich wissen, was Jesidentum überhaupt ist. Ja. Und wenn wir uns mit anderen Religionen beschäftigen, dann wird es einfach so unfassbar eindeutig, dass alle anderen Religionen natürlich falsch sind. Sie sind buchstäblich vom Teufel. Amen. Und es ist nicht so, dass man da irgendwie, dass es irgendwie schwer herauszufinden ist, sondern man liest nur ein paar Sätze und es ist ganz einfach so offensichtlich, dass es auch auf einem derart minderwertigen Niveau ist. Genauso wie der Koran. Der Koran ist ein derartig bescheuertes Buch. Ich meine, der Koran kopiert einfach nur ein paar Geschichten aus der Bibel, verdreht die Geschichten total, wirft alles über einen Haufen, macht historisch alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Jeder kann eigentlich sehen, das ist so bescheuert, das ist so dumm. Ja. Und auch für Leute, die vielleicht ein bisschen skeptisch sind, ja, wenn einer unserer Zuhörer vielleicht kein Christ ist, vielleicht ein bisschen skeptisch ist, okay, ja, warum sollte ich ans Christentum glauben?
Ganz ehrlich, wenn man einfach die Bibel wenn man die Bibel vergleicht, sorry, mit anderen sogenannten heiligen Büchern, dann ist es so eindeutig, was das bessere Buch ist. Dann ist so eindeutig, was Gottes Wort ist. Ich meine, die Bibel ist perfekt, die Bibel ist großartig. Auch für jemanden, der nicht an die Bibel glaubt als Gottes Wort, er würde zumindest erkennen, okay, das ist großartige Literatur. Über einen riesigen Zeitraum geschrieben, es passt trotzdem alles zusammen. Und den Schritt, den Leute, die noch nicht an die Bibel glauben, aber erkennen, dass es großartige Literatur ist, der Schritt, den sie gehen müssen, ist ganz einfach, an die Bibel als Gottes Wort zu glauben, was es ist. Weil es kein Buch gibt, das großartiger ist als die Bibel, das schöner ist als die Bibel. Und auch Leute, die nicht an die Bibel glauben, kapieren das, dass das die beste Literatur überhaupt ist. Aber das würde niemand über den Koran behaupten, oder über das schwarze Buch. Ja. Aber eben Und das Ding hier. ist, viele, zum Beispiel die Muslime, mehr als 90% der Muslime haben den Koran nicht gelesen. Sie können es nicht lesen, weil es gibt diese Sprachebarriere, oder? Und das ist so dümmlich. Sie dürfen ihr eigenes sogenanntes heiliges Buch noch nicht mal auf ihre eigene Sprache lesen. Ich weiß nicht, ob sie das nicht dürfen, aber hier, also, sie behaupten dann immer, ja, du musst es auf Arabisch lesen. Was würde es für einen Unterschied machen? Ich meine, jeder, der sich mit Übersetzungsarbeit auskennt, weiß, dass die Sprache keine Rolle spielt. Du kannst denselben Inhalt in jeder Sprache wiedergeben. Macht null Unterschied. Aber sie wissen wahrscheinlich, viele von ihnen insgeheim, dass der Inhalt dumm ist. Dann kommen sie halt mit so einer Ausrede, ja, du musst es auf Arabisch lesen, dann ist es ganz toll. Nein, es ist immer noch dumm auf Arabisch. Es ist genau derselbe dumme Inhalt. Ja, das ist genauso wie dieses schwarze Buch. Und also hauptsächlich natürlich machen wir das für unsere Podcast-Abonnenten, die zum Großteil Christen sind, hoffentlich, dass sie wissen, was Jesiden glauben. Es ist ganz einfach interessant, natürlich sich damit zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, es schwächt nicht irgendwie unseren Glauben, wenn wir uns mit anderen Religionen beschäftigen. Ganz im Gegenteil. Jedes Mal, wenn ich mich mit einer anderen Religion beschäftige, stärkt das meinen Glauben nur, wenn es überhaupt irgendwas mit Amen. meinem Glauben macht. Weil du jedes Mal realisierst, das ist so behindert, was die da schreiben. Das ist so dumm, was sie glauben. Und dann werden sich jetzt wahrscheinlich einige Zuhörer fragen, oh, wie kannst du sowas sagen, Anselm? Das ist doch so beleidigend Jesiden gegenüber. Aber hier ist das Ding. Die paar Jesiden, die diese Podcast-Folge schauen, wir sprechen die jetzt gerade nicht persönlich an. Wir beleidigen sie nicht persönlich damit. Sie können sich das einfach zu Hause in Ruhe angucken und realisieren, dass ihr schwarzes Buch, ihr eigenes heiliges Buch, dumm ist. Und ich hoffe, dass sie erkennen, ja, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Jesus Christus sie liebt. Und jeder, der nicht weiß, ob er zu 100% in den Himmel kommt, von den Zuhörern sollte sich den biblischen Weg zum Himmel anschauen. Werde ich auch unten verlinken in der Beschreibung, wie immer. Aber was war deine hauptsächliche Erkenntnis aus dem schwarzen Buch, wenn du es einfach in einem Satz zusammenfassen könntest? Das ist einfach satanisch. Ich würde sagen, das Okay. schwarze Buch, wie es heißt, okay, Black Book, ja, und es spricht über Satan, es spricht gut über Satan. Aber Moses, wie kannst du sowas behaupten? Auf Wikipedia habe ich doch gelesen, dass Jesiden nicht den Satan anbeten. Aber lass uns jetzt einfach mal ein Zitat angucken aus dem schwarzen Buch. Du hast es mir das geschickt hier. Du hast das aus dem Englischen übersetzt, nicht wahr? Ja. Genau, also im schwarzen Buch steht: Es ist uns nicht erlaubt, den Namen Satans auszusprechen, weil es der Name unseres Gottes ist. Zitat aus dem schwarzen Buch, heiliges Buch der Jesiden. Okay, also nochmals: Es ist uns nicht erlaubt, den Namen des Satans auszusprechen, weil es der Name unseres Gottes ist. Okay, Jesiden beten den Teufel an. Sie beten Satan an. Und du hast, als wir vorher darüber gesprochen haben, über die Folge einen guten Punkt gebracht, dass falsche Religionen es üblicherweise versuchen zu verschleiern, dass sie den Teufel anbeten. Richtig. Ne? Und sie sagen, na, nein, wir beten natürlich nicht den Teufel an, sie haben dann irgendwie einen anderen Namen. Wir beten Allah an, ja, im Islam. Aber hier ist das Ding, im Koran steht so ungefähr, dass Allah der größte Listenschmied ist. Mit anderen Worten, er ist der größte Lügner. Was sagt Jesus Christus? Ihr habt den Teufel zum Vater. Was euer Vater begehrt, wollt ihr tun, der war ein Menschenmörder von Anfang an, steht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Okay, laut der Bibel, laut Gottes Wort, wer ist Allah? Der Teufel, weil er der größte Lügner ist. Aber
Im Jesidentum ist es zu 100% eindeutig. Sie versuchen das gar nicht zu verschleiern, dass sie den Satan anbeten. Das sind ehrlich. Das ist nur ein Name, das ist nur der Name unseres Gottes. Ja, es ist der Teufel. Hallo? Und da viele Leute sagen, die Jesiden unterstützen, ja, das ist der Teufel, sie beten den Teufel, aber das ist nicht die gleiche Bedeutung, wie Christen das betrachten. Für Christen ist Satan ein böse Geist, aber im Jesidentum ist Satan nicht so. Deswegen kann man nicht ihnen als Satans Anbeter bezeichnen. Das ist, was sie sagen. Aber das ist natürlich nicht die Wahrheit. Ja. Mhm. Jesus sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also was sagt die Bibel dazu? Und ich versuch das mal schnell aufzuschlagen hier. In 1. Korinther Kapitel 10, da heißt es in Vers 19, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Das heißt, falsche Religionen können rauf und runter behaupten, dass sie doch Gott anbeten. Ja, wir bezeichnen unseren Gott nur als Satan. So. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das müsste jeder eigentlich offen zugeben. Aber was sagt die Bibel? Okay. Dass das, was die Heiden den Opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Wenn sie ihren Göttern Opfer darbringen, wenn sie ihre Götter anbeten, was sagt die Bibel, verbirgt sich hinter so einem Götzen? Natürlich könnte man sagen, genauso wie der Apostel Paulus hier schreibt durch den Heiligen Geist, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Natürlich, der Götze an sich, diese Statue, die sie anbeten vielleicht, oder das Götzenopfer, das sie darbringen in falschen Religionen, dieser Gegenstand an sich ist nichts. Aber was verbirgt sich in der geistlichen Welt dahinter? Dämonen, der Teufel verbirgt sich dahinter. Also jeder, der einen anderen Gott außer Jesus Christus anbetet, außer den dreieinigen Gott anbetet, betet den Teufel an. Mhm. Da können sie andere Namen haben für ihren Pseudogott. Es ist immer der Teufel. Ja, und sie haben auch Götter, weißt du? Sie sagen, okay, wir sind eine monotheistische Religion, aber ihr Gott hat Melektaos geschaffen und die anderen 6 Engel. Und sie dürfen diese 7 Engel als ihr Gott bezeichnen. Mhm. Und sie glauben, dass da Taos Melek der Gott dieser Welt ist. Was würdest du sagen? Der Gott dieser Welt, das klingt irgendwie ziemlich Kant. Ja, und zwar steht in der Bibel, wird in der Bibel der Teufel als der Gott dieser Welt bezeichnet. Ja, ja. Natürlich, in dem entsprechenden Vers nutzt die Bibel das Wort Gott nicht in einem wortwörtlichen Sinne, logischerweise, weil die Bibel eindeutig ist, dass es nur einen Gott gibt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei sind eins, sagt die Bibel. Wir glauben an die Dreieinigkeit, einen Gott in 3 Personen. Aber der Gott dieser Welt, laut der Bibel, ist der Teufel. Hm. Und wie gesagt, Gott in dem Fall natürlich nicht wortwörtlich gebraucht, sondern in dem Sinne gebraucht, dass Gott es dem Teufel erlaubt, auf diese Welt Einfluss zu üben. Warum erlaubt Gott das? Nun, weil Menschen böse sind und Menschen, die nicht nach der Wahrheit suchen, ja, die also mit anderen Worten nicht Gott finden wollen, nun, die werden dann eben verführt vom Teufel als Strafe. Gott lässt das zu, dass der Teufel sein Unwesen treibt auf der Erde. Ja. Also dieser Melektaos, dieser Engel, den ihr Pseudogott geschaffen hat, der wird im Schwarzen Buch, richtig, als der Gott dieser Welt bezeichnet. Genau, ja. Okay, also was ist Melektaos? Es ist der Teufel. Laut der Bibel. Okay, aber lass uns ein paar andere Zitate noch anschauen aus diesem Schwarzen Buch. Und wenn wir schon gerade über Melektaos sprechen, kannst du vorlesen, was das letzte Zitat, das du hier geschickt hast, warte mal. Was ganz einfach von der Bibel kopiert ist natürlich und verdreht ist. Ja, soll ich es einfach lesen? Ja? Genau, lies mal vor, bitte. Also, nachdem Gott Adam erschaffen hat, guck mal, er hat auch Gabriel erschaffen, dann befahl er Gabriel, Adam ins Paradies zu geleiten und ihm zu sagen, dass er von allen Bäumen essen dürfe, aber nicht von Weizen. Hier blieb Adam hunderte Jahre lang
Daraufhin fragte Melek Taus Gott, wie Adam sich vermehren und Nachkommen haben könne, wenn es ihm verboten sei, vom Getreide zu essen. Gott antwortete, ich habe die ganze Sache in deine Hände gelegt. Daraufhin besuchte Melek Taus Adam und fragte, hast du von dem Getreide gegessen? Er antwortete, nein, Gott hat es mir verboten. Melek Taus erwiderte, iss vom Korn, dann wird es alles bei dir besser gehen. Da aß, okay. Ja, was würdest du sagen hier? Ist ich ähnlich, meine, oder? Es ist einfach so bizarr, das zu lesen. Allein schon der erste Satz. Dann befahl er Gabriel, Adam ins Paradies zu geleiten und ihm zu sagen, dass er von allen Bäumen essen dürfe, aber nicht vom Weizen. So. Was? Ich meine, jeder, der ein halbes Hirn hat und irgendwie ein bisschen Allgemeinwissen, realisiert natürlich, dass es ganz einfach kopiert ist von der Bibel. Ja. Kopiert, aber natürlich verdreht und einfach nur ins Lächerliche gezogen. Einfach nur dümmlich. Dass er von allen Bäumen essen dürfe, aber nicht vom Weizen. Hier blieb Adam 100 Jahre lang. Daraufhin fragte Melek Taus Gott, wie Adam sich vermehren und Nachkommen haben könne, wenn es ihm verboten sei, vom Getreide zu essen. Was natürlich auch keinen Sinn macht, denn du musst kein Getreide essen, um zu überleben oder so. Also. Oh ja. aber das ist eben, was der Teufel macht. Und deswegen sage ich, dass es so eindeutig ist, dass alle falschen Religionen natürlich vom Teufel sind, dass dieses Buch vom Teufel ist. Mhm. Denn was macht der Teufel? Der Teufel kopiert grundsätzlich das, was Gott macht. Ja. Und verdreht es. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, es geht schon in Genesis los, im ersten Buch Mose. Hat Gott wirklich gesagt? Aber was der Teufel sagt, hat Gott wirklich gesagt, ich fasse es ungefähr zusammen, dass ihr von keinem Baum essen dürft. Aber das ist nicht, was Gott gesagt hat. Also der Teufel nimmt ein bisschen Wahrheit und verdreht es, macht eine Lüge daraus. Und besonders wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, wird das so eindeutig, denn Gott versiegelt zum Beispiel die 144.000 auf ihren Stirnen, nicht wahr? Und was macht der Teufel durch den Antichrist? Er bewirkt, dass jeder das Zeichen des Tieres auf seine Stirn oder in seine Hand bekommt. Der Teufel kopiert das und macht was Falsches daraus. Oder der Teufel hat eben den Antichrist und seinen falschen Propheten. Und der falsche Prophet sieht wie ein Lamm aus, wie Jesus Christus, ist kopiert, aber spricht wie ein Drache. Ja. Also das ist, was der Teufel grundsätzlich macht. Genauso der Koran. Der Koran ist ein derartig dümmliches Buch, weil der Koran sämtliche Ereignisse der Bibel über einen Haufen wirft. Ich meine, da hast du dann auf einmal irgendwie Maria aus dem Neuen Testament, die Mutter Jesu, im Alten Testament verortet, so ungefähr. Und es ist einfach so dümmlich geschrieben, ja, kannst, so nach dem Motto, so Moses, kannst du dich daran erinnern, so damals mit den Pyramiden und dann war da der Pharao und irgendwie so und du darfst mehrere Frauen haben. Denn das ist so ungefähr alles, worum es im Koran geht. Ja, wie du mit deinen Frauen umgehst, hat man das Gefühl. Aber weißt du was? Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat den Koran gelesen, nicht weil er Moslem war, sondern der hat einfach aus eigenem Interesse den Koran gelesen und meinte dann so ungefähr, ja, da stehen auch ganz viele andere tolle Sachen drin. Man ist ernst, dass da gute Sachen drin stehen. So. Und ganz ehrlich, jeder, der den Koran toll findet, und die Bibel nicht, oder sogar die Bibel verachtet, was gegen die Bibel hat, ist zu 100% böse. Ja. Ist zu 100%, ganz ehrlich, Abschaum und Müll. Richtig. Wenn du den Koran toll findest, die Bibel nicht, dann bist du buchstäblich krank im Kopf. Das ist bizarr. Oder jemand anderes, ja, meinte, ja, er hat die Evangelien gelesen, oh, das war so langweilig. Dann spricht er mit der anderen Person, die ich gerade erwähnt habe, über den Koran und sagen, ja, da steht das und das. Ich habe jetzt nicht mehr das genaue Zitat im Kopf, aber da steht das und das Tolles im Koran. Ja, da stehen auch andere tolle Sachen drin. Findet die Evangelien langweilig? Jesus Christus, der für uns gelebt hat, für uns gestorben ist am Kreuz. Findet Gottes Wort langweilig? Aber Koran, ja, da stehen tolle Sachen drin. Du bist Müll. Das ist buchstäblicher Abschaum. Ich meine,
Da muss wirklich was falsch mit dir im Hirn sein. Und ich bin sicher, dass es gibt einige Deutschen, die dieses schwarze Buch lesen werden und sagen, das ist toll, das ist viel besser als der Bibel. Ja, weil sie vom Teufel verführt sind, ganz ehrlich. Yeah. Vom Teufel verführt. Der Gott dieser Welt richtet sein Unding an. Ja, aber warum lässt Gott das zu? Nun, hier ist das Ding. Die Bibel sagt, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht erkannt haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Ja. Warum fallen Leute auf den Teufel herein? Möglicherweise, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht erkannt haben. Das heißt, sie lieben nicht die Wahrheit. Wenn du nicht die Wahrheit liebst, dann liebst du die Lüge. Mhm. Und ich sage nicht, dass jeder Ungläubige ist ein bisschen vom Teufel verführt, logischerweise. Mhm. Und hey, deswegen kämpfen wir einen geistlichen Kampf. Wir wollen sie retten, wir wollen ihnen das Evangelium zeigen. Und auch denen, die nicht nach Gott suchen, das Evangelium predigen. Ja. Denn es ist nun mal so, dass niemand nach Gott fragt. Das, was die Bibel sagt. Da ist niemand, der nach Gott fragt. Das heißt, wir müssen auf die Leute zugehen mit dem Evangelium. Und einige von ihnen werden dann offen sein. Oh ja, davon habe ich noch nie gehört. Ja, weil die meisten Leute ganz einfach ignorant sind, leider. Das ist leider so. Aber jemand, der volle Kanne sich in die Verführung stürzt sozusagen und den Koran toll findet und das schwarze Buch toll findet und die Bibel nicht, Müll. Auf jeden Fall. Soll ich das weiterlesen hier? Ja, weitere Zitate aus dem schwarzen Buch. Oder ganz diese gleiche heiliges Buch. Zitat, oder soll ich diese Zitate fertig bis Ende? Oh ja, genau. Wir haben das noch nicht zu Ende gelesen. Genau. Wir haben über Melek Taus gesprochen, okay? Wir haben dieses Zitat gebracht, wo es heißt, dass er von allen Bäumen essen dürfe, aber nicht vom Weizen. So. Weizen? Warum Weizen noch? Okay, aber wie geht's weiter, Moses? Genau, ich lese, warte mal, hier blieb Adam hunderte Jahre lang, darauf fragte Melek Taus Gott, wie Adam sich vermehren und nachahmen könne, wie es ihm verboten sei, wenn es ihm verboten sei, vom Getreide zu essen. Gott antwortet, ich habe die ganze Sache in deine Hände gelegt. Finde eine Lösung, bitte. Gott sagt, geh und versuche Adam, weißt du? Daraufhin besuchte Melek Taus Adam und fragte, hast du von dem Getreide gegessen? Er antwortete, nein, Gott hat es mir verboten. Melek Taus erwiderte, iss vom Korn, dann wird alles mit dir besser gehen. Da aß Adam von dem Korn und sofort blähte sich sein Bauch auf. Aber Melek Taus vertrieb ihn aus dem Garten. Ja, derselbe Typ, der ihn verführt hat, hat ihn auf den Garten vertrieben und fuhr in den Himmel auf. Wer hat Adam und Eva aus dem Garten vertrieben? Gott hat Adam und Eva aus dem Garten vertrieben. Ja. Also das ist wieder einfach nur kopiert aus der Bibel und verdreht. Ja, richtig. Und hier ist das peinliche Teil. Na, nun, Adam war beunruhigt, weil sein Bauch aufgebläht war, denn hatte keinen Ausfluss. Deshalb schickte Gott einen Vogel zu ihm, der ihn von hinten aufpickte. Und Adam war beruhigt. Das, was soll man dazu sagen? Das ist so dumm. Darauf besuchte Melek Taus Adam und fragte, hast du von dem Getreide gegessen? Er antwortete, nein, Gott, das ist mir verboten. Melek Taus erwiderte, ist vom Korn, dann wird alles besser mit dir. Da ist Adam von dem Korn. Und was passiert? Sofort blähte sich sein Bauch auf. Brumm. Aber der beste Teil ist natürlich, deshalb schickte Gott einen Vogel zu ihm, der ihn von hinten aufpickste und Adam war beruhigt. Oh nein. Also mit anderen Worten, er konnte nicht auf Toilette gehen. Er hatte Verstopfung. Ja. Und dann hat der Vogel ihn aufgepickst und dann war er erleichtert. Oh bitte, nein. Aber das... Aber das ist ihr heiliges Buch. Kann ich mir bildlich vorstellen. Das ist ihr heiliges Buch. Was für ein Müll. Und, genau. Und Melek Taus. Nein, Melek Taus ist nicht der Teufel. Ach so, wer ist er denn dann? Denn was, genau. was haben die hier kopiert aus der Bibel? Ja. Die Schöpfungsgeschichte, ja, und wie die Schlange, mit anderen Worten, der Teufel, Adam und Eva verführt hat. Und sie setzen einfach
sie vertauschen einfach die Schlange mit Melek Taus. Mhm. Sie bieten den Teufel an. Ja. Und sie haben sogar ein Fest für Melek Taus. Mhm. Ja, also, genau. Ist mir egal, was da irgendwie auf Wikipedia steht oder auf irgendwelchen anderen Seiten, von wegen, sie beten nicht den Teufel an. Sie beten den Teufel an. Es ist eindeutig. Ist eindeutig, genau. Und auch andere Religionen, die sagen, wir beten Allah an oder wir verehren nur Maria. Ja, genau, ihr betet den Teufel an. Wenn du dich irgendwie bekreuzigst vor einer Marienstatue und Ave Maria betest, denn sie beten Maria an, auch wenn viele Katholiken das leugnen wollen, doch sie beten Maria an. Sie richten Gebete an Maria, das bedeutet, sie beten Maria an, das ist nicht so schwer zu verstehen. Sie beten den Teufel an. Denn nochmals, was sagt die Bibel? Dass die Heiden, das, was sie opfern, 1. Korinther 10, Vers 20, den Dämonen opfern und nicht Gott. Die Opfer, die sie darbringen, die Gebete, die sie darbringen, das richtet sich an Dämonen letzten Endes. Mhm. Jede falsche Religion ist vom Teufel. Und soll ich diese andere Zitat lesen über Adam und Eva? Okay, was hast du noch? Ja, genau, dieses zweite Zitat, was ich hier geschrieben habe. Kannst du etwas vielleicht über diese Religion erzählen, wie diese Religion zur heutigen Zeit passt? Okay, guck mal, es gab Adam und Eva. Ja, Gott hat später Eva geschaffen. Nach einer langen Diskussion einigten sich Adam und Eva auf Folgendes. Sie hatten einen Streit gehabt, wer Zeuge des Geschlechts sein soll. Nach einer langen Diskussion einigten sich Adam und Eva auf Folgendes. Jeder sollte seinen Samen in ein Gefäß werfen, verschließen und mit seinem eigenen Siegel versiegeln und 9 Monate lang warten. Als sie nach Ablauf dieser Zeit die Krüge öffneten, fanden sie in Adams Krug 2 Kinder, ein männliches und ein weibliches. Von diesen beiden stammten nur unsere Sekte, die Jesiden, ab. Also, sie sagen, Adam hat seine eigenen Kinder in dieser Welt hervorgebracht. Und ich habe dieser Zitat in der Predigt nicht erwähnt, weil es ja ein bisschen merkwürdig ist. Sie sagen, deswegen... Kann ich mir gar nicht vorstellen. Merkwürdiges Zitat aus einem schwarzen Buch? Nie im Leben. Ja, guck mal, deswegen, das schwarze Buch erwähnt, deswegen Adam hat Nippel. Für seine eigenen Kinder. Deswegen Männer haben Nippel, das würde ich sagen. Genau. Aber das ist doch eigentlich eine tolle Religion für das Jahr 2023. Das ist eine sehr progressive Religion. Ja, denn wie können wir nur sagen, dass nur Frauen Kinder gebären können? Das ist so diskriminierend gegenüber den Männern oder die sich als Männer identifizieren, die ja auch Kinder gebären können. Was für eine progressive Religion, nicht wahr? Toll, eine Transgender-Religion. Männer können Kinder gebären. Männer haben Nippel, weil sie Kinder gebären können. Ja, genau, Kinder stillen. Ja. Aber genauso wie dieser Müll, wie dieser Dreck vom Teufel ist, ist eben auch Transgender-Dreck vom Teufel. Warum wohl sind die Dämonen im Hinduismus so androgyn? Hm. Warum sind das immer irgendwelche komischen, wo du nicht weißt, ist das jetzt Männlein oder Weiblein? Warum ist das immer irgendein Transgender-Dreck? Hm. Weil diese Hunde vom Teufel sind. Sie sind Kinder des Teufels, Söhne Belials. Hm. Hast du in jeder falschen Religion? Oder vielleicht nicht in jeder, aber das ist sehr typisch für den Hinduismus zum Beispiel. Wir sehen das hier im Jesidentum. Adam, der seine eigenen Kinder gezeugt hat, also nicht mit Eva gezeugt hat, sondern er hat offensichtlich selbst seine eigenen Kinder hervorgebracht. Das ist was. Aber das ist die perfekte Homo-Religion. Ja, auf jeden Fall. Die perfekte Transen-Religion. Jesidentum. Sollen genauso aber nichts für Leute, die noch ein halbes Hirn im Kopf haben. Jeder, der noch ein halbes Hirn im Kopf hat und wirklich nach der Wahrheit sucht, wird bei der Bibel landen. No. Das ist völlig bescheuert. Ja, sie werden von queeren Menschen akzeptiert, auf jeden Fall, denke ich. Sie werden sagen, hey, Jesidentum spricht von uns, natürlich. Ja.
Es gibt queer.de, jetzt sollen wir jesiden.de haben, weißt du? Wir haben eine ähnliche Geschichte, ja. Warum nicht? Aber das ist so bescheuert. Richtig. Weiteres Zitat: Wir essen keinen Fisch zu Ehren des Propheten Jona. Okay. Jesus hat Fisch gegessen. Thema genau. Geklärt. Weiteres Zitat: Beachtet mein. Wie bitte? Bei Jesus war keiner Jeside, werden sie das sagen, weißt du. Aber ja. Weitere Zitat? Genau, beachtet meine Gesetze und Satzungen, gehorcht meinen Dienern und hört auf das, was sie euch von den verborgenen Dingen diktieren werden. Nehmt das, was euch gediktiert wird, an und tragt es nicht vor Juden, Christen, Moslems und andere, denn sie kennen das Wesen meiner Lehre nicht. Was für eine Lehre, das ist alles nur dummes Zeug, was wir bisher gelesen haben. Gebt ihnen nicht eure Bücher, damit sie sie nicht ohne euer Wissen abändern. Lernt den größten Teil von ihnen auswendig, damit sie nicht verändert werden. Ich meine, was willst du daran ändern? Das ist so dumm, daraus kannst du nichts Sinnvolles machen. Aber was ich nicht an diesen Religionen verstehe, wie Jesidentum, die nicht missionieren wollen, wenn sie glauben, dass sie an den richtigen Gott glauben, warum, was sie natürlich nicht tun, sie glauben buchstäblich an den Teufel, aber warum wollen sie dann nicht, dass andere Menschen auch an ihren richtigen Gott glauben? Ich meine, es zeugt nicht unbedingt von Liebe, auch wenn es natürlich die falsche Liebe wäre, weil sie den Teufel anbeten, aber diese Haltung ist, ich verstehe diese Haltung nicht. Genauso ist es doch auch mit Hinduismus. Du kannst kein richtiger Hindu sein, wenn du nicht geboren wurdest als Hindu. Richtig, ja. Aber dann hast du einen Haufen Leute heutzutage mit ihrem Yoga und mit ihrem Selbstfindungsquatsch, die nach Indien gehen wollen und einen auf Hindu machen. Funktioniert gar nicht, laut dieser Religion. Ja, nee, geht nicht. Aber sie wollen einfach ihre Kultur bewahren, weißt du? Glauben auch, wir sind eine authentische Kultur, wir sind anders als die anderen Menschen. Also was uns wirklich von anderen Menschen unterscheidet, ist unsere Religion, unsere Kultur. Deswegen, das reicht von uns. Vielleicht. Und genau, es geht eben, das ist aber auch das Gute, ehrlich gesagt, dass es vielen, wahrscheinlich auch vielen Jesiden, ganz einfach um ihre Kultur nur geht. Denn dadurch sind sie, denke ich, offener für die Bibel, offener für das Evangelium, offener für die Wahrheit. Denn wenn es einfach nur eine rein kulturelle Sache ist, dann sind sie offen für spirituelle Dinge. Ja. Dann haben sie noch Platz für die Predigt des Evangeliums, sozusagen. Eine Frage, was würdest du sagen, wenn jemand eine Jeside Christ wird, kann immer noch sich selbst als Jeside bezeichnen? Wäre das in Ordnung? Das wäre absolut nicht in Ordnung. Ich denke, es wäre wahrscheinlich für viele erstmal ein bisschen problematisch, weil für sie Jesidentum so eine kulturelle Sache ist. Ja. Aber sie sind von ihrer Abstammung her typischerweise Kurden, nicht wahr? Genau, ja. Genau. Also sollen sie sich ruhig als Kurden identifizieren? Das spielt natürlich keine Rolle, unsere Abstammung. Ja. Aber zu sagen, ich bin Jeside und Christ, das funktioniert nicht, weil genau genommen Jesiden eben diesen Pfad glauben. Und genauso sollte auch ein Jude, der Christ wird, aufhören, sich als Jude zu bezeichnen. Und das ist, was manche nicht kapieren, dass Judentum nichts mit der Abstammung zu tun hat. Buchstäblich nichts. Heutzutage jemand, der sich als Jude bezeichnet, das ist eine rein religiöse Sache. Leute, die behaupten, ich bin Jude, nicht weil ich ans Judentum glaube, sondern weil ich angeblich von Juden abstamme, wenn die das behaupten können, dann kann ich das genauso gut behaupten. Dann kann ich genauso gut sagen, ich bin ethnischer Jude. Und weißt du warum? Weil Juden in alle Völker verstreut wurden. Ja. Das heißt, würde ich meine DNA testen lassen, dann hätte ich garantiert israelitische Gene. Okay, also bin ich dann Jude oder was? Ich meine, das macht keinen Sinn. Ja. Juden heutzutage sind eine religiöse Gruppe. Es ist kein Volk. Weil sie ganz einfach verstreut wurden in alle Völker. Gott ist fertig mit ihnen. Ja. Ja. In dem Sinne, dass sie nicht mehr gerettet werden können. Aber wenn ein sogenannter Jude gerettet wird, der hört dann auf, Jude zu sein.
der ist dann ein Christ. Und was ich auch so lustig finde, das hat jetzt nichts mit dem Thema Jesiden zu tun, aber Juden oder Leute, die behaupten, Jude zu sein, weil sie von Juden angeblich abstammen, sie gehen danach, ob ihre Mutter Jude war. Es geht nach der Mutter, nicht nach dem Vater. Aber stimmt das mit der Bibel überein? In der Bibel ist grundsätzlich die Rede davon, zum Beispiel Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham aber zeugt den Isaak, Isaak zeugt den Jakob, Jakob zeugt den Judah und seine Brüder, Judah zeugt den Peres und den Serach mit der Tamar und so weiter. Es geht immer nach dem Vater, nicht nach der Mutter. Also das haben sich Juden ganz einfach nur ausgedacht. Aber das nur so am Rande. Und ich möchte ein letzter Punkt vielleicht, Sie haben auch, dieser Schlange ist sehr wichtig für Ihnen, weißt du? Und was haben falsche Religionen immer mit dieser Schlange? Was zum Henker? Guck mal, Sie glauben auch an diese Sintflut. Und ich lese dieses Zitat. Als das Wasser stieg und das Schiff schwamm, kam es über den Berg Sinai, ich weiß nicht, was das ist, wo es auf Grund lief und von einem Felsen durchbohrt wurde. Die Schlange verdrehte sich wie eine Torte. Ja, so. Und verschloss das Loch. Dann fuhr das Schiff weiter und kam auf einem Berg Judia zur Ruhe. Also, was sie glauben, ist, dass die Schlange die Menschheit gerettet hat. Ja, was für eine Drecksreligion. Ja. Was für eine widerwärtige falsche Religion vom Teufel. Also, die Schlange hat nicht die Menschheit gerettet, die Schlange hat die Menschheit verführt. Ja, Gott hat die Menschen gerettet. Also, Amen. Jesus Christus ist der Retter, er ist von unserer Sünden gestorben. Und Jesiden müssen an Jesus glauben, um gerettet zu werden. Die Schlange wird sie nicht retten. Die Schlange, natürlich symbolisch für den Teufel, wird sie mit sich in die Hölle reißen. Wo es heißt in der Bibel, dass sie keine Ruhe haben werden, Tag und Nacht. Ja. Und das ist nicht etwas, was ich irgendeinem Jesiden wünschen würde. Ich wünsche ihnen, dass sie an Jesus Christus glauben, dass sie gerettet werden. Amen. Und deswegen an alle, die dieses Video vielleicht sehen, diese Podcast-Folge oder sich das anhören, wenn du nicht zu 100% sicher bist, dass du in den Himmel kommst, schau dir den biblischen Weg zum Himmel an. Und die Bibel macht es sehr klar, dass es einfach ist, gerettet zu werden. Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Es ist einfach, gerettet zu werden. Glaube an Jesus Christus. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Auch für Jesiden ist Jesus gestorben und möchte, dass sie gerettet werden. Amen.